Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist, und mein Name ist Michael Scharnberg. Nach dem Intro unser erster Polestar. Ich darf ihn fahren, ich bin ganz aufgeregt. Und da nehme ich euch mit und dann zeigen wir euch, wie wir den Keramik beschichten oder Keramik versiegeln. Ja, das ist immer so eine Glaubensfrage und die haben wir auch geklärt, darüber aber später mehr. Polestar 2, das erste Mal bei uns im Video. Ein schönes Auto, was ich euch näher zeigen will. Ich bin bestimmt nicht der Autotester. Ich fahre ja gerade die Zoe. Ich habe die Zoe von Lüdemann und Zankl ausgeliehen bekommen. Die ganz neue. Ich habe ja diese alte hier. Kennt ihr die? Ja, ne? Die hat ja auch schon der Owe mal Probe gefahren und die Arnie und ja, und ganz viele andere Leute, die das Auto als Leihwagen bekommen. Die neue Zoe ist wirklich deutlich erwachsener, das kann man ganz klar so sagen, aber ich habe auch unsere alte Zoe gern. Polestar 2, Haube total zerkratzt. Ich muss den Kunden fragen, was er damit gemacht hat. Ich mache erstmal eine Probefahrt und nehme euch da mit. Nun sitze ich im Polestar 2 und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Probefahrt mit Autos macht. Bei mir ist das so, dass ich mich da reinsetze und ziemlich schnell entscheide, mag ich oder mag ich nicht. Einfach aus dem Bauchgefühl, so ein warmes, gutes, wohlbehütetes Gefühl, ja, nein. Und Autotester bin ich ganz bestimmt nicht. Da gibt es viel bessere. Ne? Oliver Krüger zum Beispiel oder der Chris von Car Maniac. Mensch, ich bin heute auch schon wieder durch mit der Schicht. Den Owe, Doc Tesla oder. Also ich glaube, Autotester bin ich nicht. Ich setze mich rein und fühle mich wohl oder fühle mich nicht wohl. Und der erste Eindruck hier im Polestar, ich fühle mich definitiv wohl. Auch in der anderen Zoe habe ich mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Und die intuitive Bedienung ist hier, glaube ich, auch gegeben. Aber jetzt fahre ich ihn erstmal eine Runde und dann nehme ich euch mit. Ja, in diesem Sinne, ich fahre nicht weit, aber ich darf ihn einmal ein bisschen bewegen, um einfach mal das Gefühl für den Polestar zu bekommen. Und der erste Eindruck, ihr rutscht durch die Gegend. Ich muss euch mal ein bisschen fester machen. Wartet. So. Da pupt der schon, da piept der. Ich bin heute durch mit der Schicht. So. Ja, ich werde hier einmal um den Pudding quasi fahren und werde euch berichten. Kann man die Rekuperation noch einstellen, weil die ist im Moment sehr gering. Das muss ich mir nachher mal ansehen. Man sitzt wirklich super, was für mich total... Was piepst denn hier die ganze Zeit? Hier ist so ein komisches, ich glaube ein GPS-Tracker drin. Also, was ich ganz gewöhnungsbedürftig finde, ist die 360-Grad-Kamera, wenn man rückwärts fährt. Das ist total crazy. Du denkst also, du sitzt im, zeige ich euch, du sitzt in einem Computerspiel. Damit kann ich noch gar nicht um. Da ganz gediegen. Aber fahren, jetzt hier so, was ich jetzt so, der erste Eindruck, wie die Haptik von dem Auto ist, total schön. Kann ich nicht anders sagen. Blinkergeräusch mal ganz anders, aber cool. Lenkrad und alles, die Haptik von dem Auto, man setzt sich rein und man fühlt sich wohl. Also ich fühle mich hier drin wohl. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich weiß nicht so genau, was mit diesem Auto schon passiert ist. Der hat jetzt nicht viel runter. Warte mal, kann ich das hier sehen? Auf die Schnelle, 845 Kilometer. Nee, auf die Schnelle nicht. Die ganze Scheibe ist schon zerkratzt, die Frontscheibe hat massive Kratzer und die ganze Motorhaube ist voller Schlieren, also Kratzer im Lack, werde ich euch morgen zeigen, wenn er bei uns auf dem Arbeitsplatz steht. Was damit passiert ist, müssen wir den Kunden fragen, keine Ahnung. Also er fährt sich gut, muss ich wirklich sagen.
Jo, das war meine erste Runde hier im Gewerbegebiet mit dem Polestar 2. Ich bin begeistert. Federung super. Schön gedämmt das Auto. Gute Verarbeitung. Also ich kann mir hiermit längere Strecken super gut vorstellen. Fährt sich wirklich schön das Auto. Jo, in diesem Sinne kommt er jetzt auf dem Keramikversiegelungsarbeitsplatz. Und ich werde noch mal ein bisschen... Ja, ihr rutscht hier ein bisschen. Da liegt man beim Model S echt besser. So, machen wir Hupen hier. Gucken, ob mich einer reinlässt. Ja, was viele Leute haben ja bei uns in den Kommentaren immer wieder geschrieben, wenn man Keramikversiegelung sagt, dass sie mich halt auch oftmals berichtigt haben und dann geschrieben haben, nein, das ist eine Keramikbeschichtung. Dazu möchte ich euch mehr erzählen, wenn wir dieses Video drehen, wenn wir ihn quasi polieren. Ab in die Halle. Hier darf er jetzt über Nacht bleiben. Und das ist echt ein bisschen crazy. Warte mal. Also das ist wirklich ein bisschen komisches Gefühl. Danach kann ich nicht so richtig fahren. So, es ist dunkel. Morgen beim Polieren sehen wir uns wieder. Nach meiner Probefahrt mit dem Polestar 2 haben wir ihn jetzt gewaschen. Das habe ich euch einfach mal erspart, weil ich glaube, das habt ihr auf meinem Kanal schon oft genug gesehen. Was haben wir gemacht? Das Auto steht jetzt auf der Hebebühne und als erstes wird das Auto trocken gemacht nach dem Waschen. Dann werden alle Kunststoffteile abgeklebt. Das zeige ich euch einmal. Warum machen wir das? Das machen wir deswegen, damit wir mit der Politur nicht auf den Kunststoff kommen. Das gibt, vielleicht habt ihr das selbst schon mal erlebt, als ihr früher eure Autos noch selbst poliert habt. Das gibt halt weiße, hässliche Flecken, die nur unheimlich schwer wieder sauber zu machen sind. Die nächsten Arbeiten sind, das haben wir jetzt verpasst, aber dann, Lucian, zeigt uns das bestimmt mal, dass der Lack einmal abgeleuchtet wird. Hast du deine Lampe da? Guck mal, da steht sie sogar. Und dann geht man halt mit dieser Laterne einmal um den Lack, da, mit der, und guckt, wie der Lack aussieht. Sprich, ist er doll zerkratzt? Wenn ja, wo ist er doll zerkratzt? Und was nehmen wir dann halt für Schleifpolituren? Auf der Motorhaube bei diesem Fahrzeug war es extrem schlimm. Ich weiß nicht, das Auto hat ganz wenig Kilometer runter. Die Frontscheibe, die Windschutzscheibe ist schon zerkratzt und auch die Motorhaube. Ganz fürchterlich. Da muss ich den Kunden mal am Samstag fragen. Jo, und jetzt zeigen wir euch mal ein paar Poliergänge. Ihr wisst ja, immer wieder das gleiche Spiel. Ist es eine Keramikversiegelung oder ist es eine Keramikbeschichtung? Ja, da gibt es ganze Mythen drüber und darüber wollte ich mit euch reden. Wir haben einmal das Produkt
Surfaces. Wir verwenden aber auch G-Technik. Und zwar gibt es jetzt neuerdings zwei Produkte. Darüber erzähle ich euch mehr. Aber wie heißt es denn nun? Keramikversiegelung oder Beschichtung? Stefan, kannst du da was zu sagen? Ja, hallo Michael. Danke für die Frage. Ja, die Begriffe sind oft verwirrend und unklar. Als Oberbegriff wird häufig von Keramikversiegelung gesprochen. Hierbei wird aber nicht klar, dass bei dem von dir verwendeten Produkt eigentlich eine weitere Schicht aufgetragen wird. Daher verwenden wir besser die Begriffe Keramikbeschichtung oder Glaskeramik. Für die High-End-Versiegelung von G-Technik, die du deinen Kunden anbietest, ist wohl der Begriff Glaskeramik am besten. Im Gegensatz zur Versiegelung muss unterschieden werden. Wachse, Sprühversiegelungen aus dem Baumarkt und Nanoversiegelungen legen sich nur auf den Lack oder die zu schützende Oberfläche und gehen keine feste chemische Verbindung mit dieser ein. Sie verändern zwar die Optik und sorgen auch für einen Abperleffekt, spülen sich aber täglich runter und sind auch meist nicht temperaturfest. Ganz nebenbei muss man auch sagen, dass diese nicht gut für die Umwelt sind. Das kann man durchaus mit Wasserfarbe vergleichen, um es zu veranschaulichen. Bei einer Glaskeramikschicht ist das anders. Diese geht eine feste chemische Verbindung mit dem Autolack ein und schützt über Jahre hinweg. Deine Kunden sehen das auch optisch. Der Autolack glänzt durch die Extraschicht, die sich mit dem Lack verbunden hat. Der Polestar 2-Fahrer steht jetzt draußen und den werde ich jetzt mal schocken. Dem werde ich mal sagen, ob mein Angestellter ihn gar nicht angerufen hat. Das Auto ist nicht fertig geworden, weil der Lack so schlecht war. Mal sehen, was er sagt. Ich nehme euch mal mit. Keiner da? Moin! Moin! Ja, schon mit Kamera in der Hand. Wir machen mal Corona-mäßig. Wir haben jetzt aber ein Problem. Welches? Du willst das Auto nicht wieder hergeben? Doch, das Auto kriegst du wieder, aber wir haben trotzdem ein Problem. Na? Hat dich mein Angestellter nicht angerufen gestern? Nein. Das Auto ist nicht fertig. Das glaube ich dir nicht. Hauptsache... Nach Uwe glaubt mir keiner mehr was. Hauptsache, du hast keinen Schraubenzieher in der Tasche. Ja, genau. Mein Leihauto, du musstest Diesel fahren, okay? Nee, ist ein Benzin, aber der ist. Also, upsala. Der ist irgendwie kaputt. Der ist kaputt? Ja. Mein Leihwagen ist kaputt? Was ist damit? Der zieht nicht, der ist laut, der vibriert. Okay, das müssen wir testen. Gut, wir gehen jetzt erstmal rüber in die Halle und gucken uns dein Auto an. Das Spiel kennt ihr jetzt schon. Es ist dunkel in der Halle und ich hole den Kunden gleich rein. Dafür mache ich jetzt aber schon mal das Licht an. Ich musste ihm versprechen, keinen Schraubenzieher in der Hand zu haben. Du darfst reinkommen und ich habe dir versprochen, ich habe keinen Schraubenzieher in der Hand. Vorsicht, nicht stolpern. Da steht dein gutes Stück. Wow. Und wir reden gleich nochmal darüber, was du mit deinem Lack angestellt hast. Nein, tun wir nicht. Geil, nicht anfassen, ich weiß. Genau, nicht anfassen. Und wir hatten jetzt ja 4 Wochen Zeit zum Durchtrocknen, ne? Ja, jein. Also wir waren ja lange hier, siehst du nachher auch in dem Video. Wir haben quasi deine Keramikbeschichtung mit Infrarot getrocknet. Die ist jetzt schon, also man sagt immer, jetzt muss ich überlegen, 85% erreichen wir damit. Die letzten 15% dauern jetzt quasi diese 4 Wochen. Aber du hast keine Einschränkung. Du kannst waschen, Aber was hast du mit deinem Auto gemacht? Ey, die Haube. Ich habe dein Insektenreinigungsvideo zu spät gesehen. Ah, okay. Und was hast du mit deiner Windschutzscheibe gemacht? Ich habe dir... Das Gleiche. Du hast dort ein Scheibendinges drin. Ich muss deine Scheiben gleich noch einmal überpolieren, hat er mir extra noch gesagt. Du hast da was liegen irgendwo. Irgendwo da. Dieses rote Teil. Hol mal raus, bitte. Da schmeißen wir das gemeinsame Müll. Was? Das geht gar nicht. Was? Alter, da, was machst du damit? Da Schnee vom Dach fegen. Nein, bloß nicht. Ja, okay, vom Dach, das ist Glas, das ist nicht so schlimm. Aber, auch das hier, ne? Also das sollte man vielleicht 3 Euro mehr ausgeben. Das soll weg, das ist zwar ein Zeichen gewesen. Dann waren die Hände aber so schön weit weg. Ja, das stimmt, aber deine Haube war massiv verkratzt. Damit war ich nicht drauf. Die haben wir tatsächlich einmal mit Feinschlagpapier geschliffen und poliert, weil sonst hätten wir sie nicht mehr hingekriegt. Aber jetzt ist alles schön. Was ich noch mal zur Polestar-Lackierung sagen kann, ist, also guck mal hier, wenn du jetzt, stell dich mal hier hin einmal, direkt hier. Und jetzt geh mal über dieses Licht und du siehst hier einen Einschluss. Kannst du das sehen? Ja, knapp, ja. Ja. Also auch, nicht nur Tesla hat manchmal Einschlüsse, auch ein Audi, ein Porsche und auch ein Polestar.
Das ist einfach so. Da ist auch ein ganz kleiner Silikonkrater ab Werk, den kriegt man auch nicht weg. Aber ansonsten ist der von der Lackierung her wirklich geil. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben aufgrund deiner schlechten Lackbehandlung etwas länger gebraucht als geplant. Zum Glück hattest du einen Festpreis, weil normalerweise sagen wir immer, wenn die Autos kommen, wir wissen ja immer nicht, wie die aussehen, könnte es sein, dass sie eben 150 Euro oder manchmal ganz schlechte Autos, also wirklich die katastrophal sind, können auch mal 300 Euro teurer werden. In der Regel halten wir uns aber an die Preise, die wir abgesprochen haben. Du hattest jetzt einen Festpreis, weil ich wollte dein Auto unbedingt haben. Hat er schon erwähnt, dass ich gebürtiger Schwabe bin? Ja. Hat er gut einen ausgehandelt. Ja, erzähl mir mal zwei, drei Sachen vielleicht zu deinem Auto. Wie bist du zur Elektromobilität gekommen und warum Polestar? Ich durfte ja dein Auto fahren, ich war begeistert, wirst du nachher in dem Video sehen. Aber erzähl mal so zwei, drei Sachen von dir. Dein Name ist erstmal? Klaus Neuwald, wohne in Hamburg, fahre seit, Gott, wie viele Jahren jetzt, muss ich mal rechnen, 35 Jahren Auto. Mhm. Den letzten, den ich mir geholt habe, ein A5, war mir klar, das wird das letzte Auto, was einen Verbrenner haben wird. Deshalb habe ich nochmal richtig krachen lassen. Ich wollte mal einmal im Leben ein Auto fahren, was bei 250 abgeregelt ist. Dazu müssen wir jetzt eben sagen, er hat mich jetzt eben auf den Arm genommen. Er sagt, mein Auto, mein Leihwagen läuft nicht richtig. Ich wollte schon die Kamera ausmachen. Er meint natürlich, weil das so eine lahme Krücke ist. Das habe ich erst danach festgestellt. Also mein Auto läuft wunderbar, aber er sagt, wenn man einmal halt elektrisch gefahren ist, dann will man nichts anderes mehr. Seit 6 Wochen fahre ich den und das ist so genial. Der Anzug, auch das Gleiten wiederum, also darf sich einfach mit einem Abstandsradar irgendwo auf der Autobahn, auf der Landstraße dahinter hängen, es ist so genial. Auch meine Frau ist begeistert. Die meint so, elektrisch. Jetzt versteht sie aber auch, ja, das ist ein normales Auto. Man steigt ein, man fährt, alles gut. Ja, das stimmt. Und also wie gesagt, wie viele Kilometer bist du jetzt mit dem gefahren? Wenige tausend. Ja, okay, ja. Das ist 2000 oder so. Ja, ich glaube 8 Kilometer so. Ich bin jetzt zweimal im Gewerbegebiet rumgefahren. Und habt ihr gehört, gesagt, ich bin nicht der Obertester, ich setze mich rein, ich muss mich wohlfühlen, der muss ein bisschen Drehmoment haben. Aber den Kia Niro habe ich jetzt gestern Abend das erste Mal gefahren. Herzlichen Dank übrigens an Nextmove, auch dazu gibt es demnächst eine Story von mir und ein Video. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass der sich so geil fährt. Echt, also... Das ist alles super und man merkt wirklich, die Autohersteller machen jetzt einen Riesensprung. Da kommt wirklich was auf uns zu und die Autos fahren wirklich hervorragend. Und genau das, was du sagst, das ist ein normales Auto. Ich war, nachdem ich eine Woche hatte, war ich in Lüneburg beim Fahrsicherheitstraining und der Trainer, der war heiß drauf. Und ich weiß nicht, ob du Lüneburg kennst, die haben so eine Art Rennstrecke. Ja, kenne ich nicht. Und das gehört ja dazu, dass man hinter dem Trainer dann ein paar Runden fährt, so Ideallinie. Und beim Mittagessen hat er, darf ich mal fahren? Ja, klar. Und dann, nachdem die ganzen Teilnehmer die Rennstrecke gefahren sind, sagt er, jetzt würde ich gern mal, aber du fährst mit. Ich hatte Angst um mein Auto und ich hätte beinahe gekotzt. Mit quietschenden Reifen um die Kurve. Echt? Das ging so abartig ab. Die Teilnehmer, die standen nur, die sagen, dass man hörte nur Wind und Reifen quietschen. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Auto. Überhaupt für die Leute, die einen Polestar 2 überhaupt noch nicht kennen, vielleicht ganz neu auf dem Channel sind, die sich einfach informieren. Über den Polestar gibt es überhaupt auch bei mir nachher einen Blogartikel mit diesem Auto, mit diesem Video und eben auch mit Fotos. Ich habe einen Fotografen da gehabt. Erzähl mal ein bisschen, hat er Allrad, wie viel kW hat er, so ein bisschen was vom Auto? Also Polestar, Tochter von Volvo, das Auto ist im Prinzip auch zur Hälfte ein Volvo. Wenn man die Verkleidung abmacht, steht überall Volvo drauf. Mhm. Der XC40e, der jetzt rauskommt, ist wiederum die gleiche Basis, nur mit einer anderen Karosserie drauf. Hat 2x 150 kW, also Allrad, Vierradantrieb, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Haben alle, habe ich gestern gelernt, ich muss mal einmal wechseln, mir wird der Arm lahm. Haben alle 408 kW, glaube ich, ne? 408 PS. 408 PS, genau. Und dieses Performance heißt einfach nur, die Ausstattung ist eine andere, ne? Andere Bremsen, andere größere Räder, goldene Sicherheitsgurte. Goldene Ventilkappen. Goldene Sicherheitsgurte? Ja, so gelb, golden, okay. Gold, wie das heißt. Ja. Ist reine Optik, keine mehr Leistung. Mhm. Und
Den Test hat sich jetzt herausgestellt, dass der sogar mit den 19 Zoll Rädern 2/10 Sekunden schneller auf 100 ist. Ehrlich? Okay. Und 20 Kilometer mehr Reichweite hat. Ja. Ich bin das Performance-Paket Probe gefahren. Mir war es persönlich zu hart, obwohl ich Sportfahrwerk kenne. Habe dann noch umgestellt auf das Paket hier und bin sehr, sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Cool. Also ich finde ihn sehr, sehr angenehm. Schöne Farbe auch. Nicht alltäglich, finde ich. Aber wirklich schön. Ich mag diese Grautöne und ist halt mal ganz was anderes. Ja, mein Lieber, jetzt kommen wir zu dem angenehmen Teil. Jetzt darf er die Rechnung bezahlen. Ich möchte mich einmal für dein Vertrauen bedanken, dass ich dein Auto fahren durfte, dass ich da Bilder machen durfte. Ich habe vergessen, ich habe echt eine anstrengende Woche hinter mir. Ich wollte dich in den Stories eigentlich verlinken, die ich mit deinem Auto. Hast du meine Stories gesehen mit deinem Auto? Noch nicht, ne? Ja, die sind ja auch schon wieder weg. Wahrscheinlich sind die schon gar nicht mehr online. Ich mache gleich nochmal ein, zwei Stories. Und ja, schönes Auto. Ich liebe Elektromobilität. Und ich bin gespannt, was wir hier noch haben. Hast du das andere Auto hier schon gesehen? Das ist ja eins der Anfänge der Elektromobilität. Und darüber, liebe Freunde, gibt es demnächst auch ein langes Video und einen Blogbeitrag. Und zwar ein Fisker Karma. Der steht witzigerweise bei mir in der Nachbarschaft rum, wo ich mal durch den Zaun geluschert habe, weil ich das E-Kennzeichen gesehen habe. Okay. Und musste dann erstmal googeln. Ja, das ist ein Auto. Das ist ein Hybrid, ne? Das ist ein Hybrid. Ja. Das ist ein Plug-in-Hybrid, ja. Genau. Ziemlich geile Karre. Fährt 80 Kilometer rein elektrisch. Und man sieht natürlich auch so ein bisschen die Verwandtschaft zum Model S. Und wie das zusammenhängt, liebe Freunde, das zeige ich euch demnächst. Das ist das Auto von Ove. Ich habe jetzt gerade die Felgen lackiert. Da haben wir 55 Stunden für gebraucht, für diese Felgen, weil zwei Farben Lackierung so abgeklebt, das war eine Höllenarbeit. Genau. Ja, und da berichten wir demnächst mehr drüber. Mein Auto steht schon wieder auf Schuhe, hat allerdings heute Nacht Luft verloren. Warum auch immer. Das wollte ich dich auch fragen. Was ist das? Das hat er gestern auch ein paar Mal beim Polieren gemacht. Ah, okay, das ist nicht normal. Beim Laden springt ab und zu mal der Lüfter an. Das ist ja noch manchmal normal. Manchmal geht dann auch die Alarmanlage mit an. Das sind so bekannte Kinderkrankheiten. Okay, weil ich habe mich auch gewundert, wir sind am Filmen und am Polieren und auf einmal geht er vorne. Ey, was ist das denn für ein Lüfter jetzt? Völlig unvermittelt, manchmal auch ohne. Okay, also dein Auto glänzt, weil Glanz einfach sexy ist, mein Spruch. Und ich poliere dir jetzt noch mal einmal die Scheiben über. Dann kannst du die Millionen bei mir auf den Tisch packen für diese geile Keramikbeschichtung. Und wenn ihr Fragen haben solltet bezüglich also Lack, Karosserie, Unfall, Keramik, alles was ihr möchtet, schreibt es in die Kommentare, schickt mir eine Mail an die info@-lackiererei. Jetzt erzähle ich schon wieder Quatsch. info@jürs-lackiererei.de steht aber auch unten alles in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz, jetzt bleibt mir nichts weiter, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund. Wenn ihr noch nicht auf meinem Kanal wart, würde ich mich über ein Abo freuen. Jo, und ansonsten, der Daumen hoch ist sozusagen immer der Applaus für den Künstler. Der Künstler sind in dem Falle meine Angestellten. Vielen Dank, Jungs, dass ihr wieder länger gemacht habt, um diesen Polestar fertig zu bekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Klaus, Daumen hoch. Daumen hoch. Bis dann. Ciao. Das ging schon mal intuitiv. Ich nehme euch mal ein bisschen hier, mache euch mal ein bisschen höher, liebe Freunde. Könnt ihr mich denn gut sehen? Soll ich nochmal von vorne anfangen? Ich weiß nicht. Naja, kann ich mir noch mal überlegen. Polestar 2. Ich weiß nicht, wie es ihr euch geht. ich weiß nicht, wie es ihr geht. Ich fange mal an. Da fährt er dahin.